Kreuzstadt. Erstmal finde ich, man kann jedes Gelübde nicht für sich alleine isolieren, sondern es ergibt eine Lebensform. Ich erinnere mich, kurze Geschichte, immer an, es war ein beliebtes Thema in der 9. Klasse, Liebe, Freundschaft, Sexualität, einen Jesuiten einzuladen und nach dem Zölibat zu befragen. Ich bin gerne in die Klassen reingegangen. Und die Frage war sozusagen immer, ja, was dürfen Sie noch und was dürfen Sie nicht mehr? Und bitte sagen Sie uns jetzt mal genau den Punkt. Dürfen Sie noch Händchen halten oder nicht mehr? Wo ich gesagt habe, das, klar, es gibt schlichtweg Grenzen, die mit dem Zölibat auch nicht mehr zu vereinbaren sind. Aber grundsätzlich würde ich mich dagegen wehren, zu sagen, das ist sozusagen so eine einfache Scheidelinie, wie es eine Grenze zwischen Holland und Deutschland gibt. Sondern es ist wirklich eine Frage, also, was sind für mich Kriterien? Für mich sind Kriterien eben, ich wiederhole mich, aber ich sage es nochmal, Transparenz. Kann ich meinen anderen Jesuiten, meinen Mitbrüdern erzählen, was ich tue? Oder fange ich eben an, da Sonderbereiche aufzumachen? Ehrlichkeit der anderen Person gegenüber. Es gibt einen positiven Wert von Keuschheit, nämlich zu sagen, erstmal ist es meine Verpflichtung, in Beziehungen zu leben und sie so zu gestalten, dass daraus intensive Freundschaften, Zuwendungen auch werden können. Also Keuschheit ist für mich eine Aufforderung, in Beziehung zu leben. Und zwar in einer Form, wie es meinem Jesuitenleben entspricht, sozusagen. Also die Rolle des Oberen scheint mir sehr wichtig in der jeweiligen Kommunität. Autonomie und Vorschriften sind für mich keine Gegensätze, sondern das aufrichtige Leben in der Kommunität hat eben für mich auch wieder mit Transparenz zu tun. Also kriegen die anderen wirklich mein Leben mit oder fange ich an, mir kleine Ecken zu bilden, in denen die anderen nicht reingucken dürfen. Ich muss glauben, dass mir der andere über mein Leben etwas zu sagen hat und auch kritisch zu sagen hat. Also, das würde ich sagen, ist die Grundregel für meinen Gehorsam, auch dem Oberen gegenüber. Er muss überhaupt wissen, mit wem er es zu tun hat. Können wir gar nicht in ein Gespräch kommen. Ein konkretes Beispiel für Transparenz, kann man sagen, ist die Frage von Geld. Es ist nicht so, dass ich für jede Ausgabe zum Oberen gehe und sage, ich möchte ins Kino und brauche 7,90 Euro. Das ist auch nicht sinnvoll, dass man sowas macht. In Berlin habe ich so erlebt, dass ich jeden Monat einen Barbetrag mir abgeholt habe, wo ich denke, ich brauche den Monat. Und am Ende des Monats habe ich abgerechnet und meine Ausgaben offengelegt. Also ich glaube nicht, dass wir arm leben im Sinne von wirklich materieller Armut. Das hielt ich für eine Illusion. Uns selber gegenüber und auch eine Unehrlichkeit den Armen gegenüber. Aber ich möchte schon einen Lebensstil leben, in der man in einer gewissen Form von Disziplin und Bescheidenheit auch lebt. Wir haben ein gemeinsames Konto, auf das aber die Einzelnen per EC-Karte Zugriff haben. Insofern würde ich sagen, für den normalen Alltagsbedarf erledigt jeder das so, wie er das macht. Also ich verstehe Armut zunächst auch erstmal als Gütergemeinschaft und jemand wird nicht danach bemessen, was er in die Kommunität einbringt. Alle Gelübde ruhen auf der Jesus-Beziehung auf, das ist ganz sicher. Und letztlich sind diese drei Gelübde für mich die Form, in denen ich Jesus in den Blick nehme. Da ist das Gelübde der Stachel, zu sagen, ja, warum mache ich das überhaupt? Weil ich glaube, dadurch für mich eine intensivere Beziehung zu Jesus leben zu können. Weil ich glaube, seiner Lebensform, so wie er gelebt hat, dadurch ähnlicher zu werden. Weil ich dadurch etwas fortsetze, was ich in den Exerzitien im täglichen Betrachten der Bibel, wo ich versuche, mich innerlich in diese Person reinzufühlen und ja, vielleicht etwas ihm ähnlicher zu werden. Ein Bild zum Schluss für diesen Bereich. Es gibt so eine mittelalterliche Miniatur, die fand ich ganz schön. Da heilt Jesus einen Aussätzigen oder einen Kranken auf jeden Fall. Und Petrus steht hinter ihm und versucht sozusagen in Trockenübungen diese Bewegung nachzumachen. Es sieht etwas ungelenk aus, also die Hände aufzulegen, ohne dass da einer vor ihm ist. Das ist für mich ein Bild für Nachfolge Jesu. Ich versuche mich wirklich körperlich, weil die Gelübde berühren ja den Körper sozusagen ganz intensiv. Ich versuche körperlich und geistig, mich dieser Person Jesu nachzuahmen.